Einen schönen guten Abend an dieser Stelle, liebe Zuschauer, zum heutigen Abschluss JFD Live Trading TV hier am Freitag, dem 23.12. Grüße Sie ganz herzlich. Der DAX hat sich ja heute hier ein Stück weit zäh verhalten und kam so richtig nicht in die Pötte nach oben, vielmehr nach unten. Deswegen lassen Sie uns ganz kurz nochmal auf den DAX blicken, bevor wir hier den eigentlichen S&P 500 unter die Lupe nehmen. Wir hatten ja heute in der Intraday-Beschau, ich scroll mich jetzt hier auf der linken Seite direkt mal in den Chart rein und wir sehen, ja, die 11.500 bleibt doch ein unerreichtes Ziel. Hier die Intention, dass wenn wir ein neues Tageshoch machen sollten, schrägstrich über 11.475 rausgehen, hätte man hier die Ambition sehen dürfen, aber nein, es kam anders. Wir sind hier unter 11.455,45 gefallen, also Trendlinie gebrochen und dann wurde hier das graue Szenario tatsächlich aktiviert. Aber glücklicherweise, der Index fing sich hier in dieser Zone um 11.430. Klar hatten wir hier dann einen zwischenzeitlichen Spike nach unten. Das ist ja schon fast kritisch gewesen, aber ja, Sie sehen es ja, das Reversal glückte umgehend und jetzt versuchen wir uns mehr oder weniger zu stabilisieren und sind ja in Anführungszeichen in unglücklicher Art und Weise immer noch in dieser Range hier und mal sehen, ob die sich in der kommenden Woche fortsetzt. Letztlich S&P 500 in einer Situation, wo auch ein saisonaler Bias bis zum 30.12. haben wir ja noch ein bisschen Zeit in die nächste Woche rein, hier eigentlich plus 30 Punkte versprochen hat, hier vom 15. ausgehend. Da entwickeln wir uns aktuell hier auch mehr seitwärts und schlecht als recht. So richtig kommen wir jetzt nicht in die Pötte, aber kann ja in der kommenden Woche alles noch passieren. Dann, wenn noch weniger Marktteilnehmer am Start sind und hier kleine Orders vielleicht sogar schon recht starke Impulse auslösen könnten. Schauen wir aber hier in den Stundenchart Intraday-Basis. Sehen wir einerseits die Auflösung dieses symmetrischen Dreiecks, aber ohne wirklichen Drive für neue Hochs. Es plätscherte dann so seitwärts. Auch hier in der 24-Stunden-Indikation letztlich sozusagen rund um die Uhr der Preisverlauf. Nachts natürlich indikativ, aber hier nachvollziehbar. Und da sehen wir, dass der Index ja so richtig nicht in die Pötte kommt, aber hier vielmehr die Zone um 2254 Punkte, 2255 Punkte hier mehr oder weniger anstrebt. Das ist ein Level, da könnten wir heute noch hinfallen, ja, keine Frage. Das heißt, wenn der Index hier nicht schleunigst wieder mal ein Stück weit auftritt, dann ist die Gefahr da, dass wir tatsächlich in Richtung 2255 laufen. Auf der Oberseite haben wir hier einen relativ klar definierbaren Widerstandsbereich, inklusive indikativer Nachpreise natürlich. Wäre aber hier sozusagen ein bullisches Szenario, wenn der Index hier über 11.263 rauszieht, dann hätte man hier die Chance und saisonal, wie gesagt, wäre das zu befürworten, dass der Index hier rauszieht und das könnte man sich auch für die nächste Woche merken. Oberhalb von 2263 stehen die Chancen gut, dass der Index weiter ansteigt. Andernfalls sollte er sich, wenn er hier weiter zurückkommt, um 2255 fangen und dann darf man gespannt sein, ob der Index dann hier die Ambition hat, weiter nach oben zu drehen. Die Saisonalität, das wissen Sie, da brauche ich mich nicht ständig wiederholen, die ist bullisch bis zum Jahresausklang. Auch der S&P 500 heute am Freitag zum Beispiel bullisch, sehen Sie hier sehr schön. Der Wochentag mit 55% doch durchaus positiv angehaucht, also spricht nichts unbedingt dagegen, dass der Index hier groß die Schlappe macht. Im Endeffekt die Saisonalität auch hier, ja, richtungsweisend nach oben, deswegen auch die bullischen Setups ohnehin zum Jahresende. Sieht also alles sehr, sehr gut aus. Im Jahr 2017, das nahmen wir auch schon unter die Lupe beim JFD Live Trading Event in diesem Monat, hier der Big Picture Chart mal zum S&P 500 und der verspricht im Prinzip hier verschiedene Staffelungen nach oben anhand von Fibonacci-Projektionen und auch aufgrund der runden Hausnummer wäre 2300 Punkte das nächste Zwischenziel, was hier erreichbar sein sollte. Und hier auf Monatsbasis sehen wir, dass die Konsolidierung mehr oder weniger hier seit Sommer 2015, dann gab es mal hier so ein Spike-Out nach unten hier Anfang diesen Jahres. Das war hier auch die China-Sorge, die hier aufkam. Man darf mal gespannt sein, wie das dieses Jahr ist im Januar. Letztlich gab es da ja einige Rückschläge. Der Index selbst konnte sich aber hier bei 18 sage ich schon, 1870 Punkten, das ist ein sehr, sehr massives Unterstützungslevel, hier gut fangen und dann weiter nach oben aufdrehen. Und im Prinzip die Konsolidierung wurde eben hier im Sommer aufgelöst, seitwärts. Jetzt dann im Zuge der Trump-Wahl gingen die Impulse hier nach oben und es scheint so, als wäre tatsächlich noch eben Platz. 2,3, doppelte Fibonacci-Projektion, dann sogar hier Level von 2,5, aber das ist viel zu weit gegriffen. Das werden wir im nächsten Jahr eh engmaschiger beobachten, was der S&P 500 macht. Ich gebe auch immer nur wieder den Hinweis hier aufgrund der Zyklen. Da sind wir schon ein Stück weit überfällig in Sachen markanter All-Time-Highs und 7-Jahres-Abstand. Grün hier die 7-Jahres-Abstandslinie. Und in der Regel
kam es in der Vergangenheit, und das lässt sich sogar bis zu den 30er Jahren zurück projizieren, immer wieder im Abstand von 7, 8 Jahren, 6, 7, 8 Jahren, also roundabout plus minus ein paar Monate, man kann es nicht genau fix machen, aber es gibt den 7-Jahres-Zyklus als solchen, deswegen auch hier der 7-Jahres-Abstand. Und da sind wir jetzt hier schon deutlich drüber. Das war nämlich im ja, Sommer 2015 rein technisch gesehen. Und da muss man sagen, scheint die Zyklus Technik nicht hinzuhauen dieses Jahr. Denn wir sehen, dass wir zwar seitwärts und auch Anfang diesen Jahres eben abwärts getropft sind, aber nicht so stark, als dass es hier eine größere Korrektur gab, wie eben hier zum Beispiel im Anschluss oder mit dem Ende von Bretton Woods hier Anfang der 70er Jahre sehen Sie ja immer schön, wie die Down-Moves erfolgten. Wenn sie denn mal nicht erfolgten, wie hier 94, 95, dann sehen Sie, was dann kam. Und das auch im Vorfeld hier nach dem Crash 87 gab es einen Aufwärtsimpuls, Seitwärtsphase 7 Jahre lang. Also nach den 7 Jahren dann praktisch eine kleine Seitwärtsphase, aber nicht wirklich eine Korrektur. Und dann ging es nochmal richtig nach oben, bevor hier die Dotcom-Blase platzte und hier die Finanzmarktkrise ausbrach. Jetzt hier große Fragezeichen. Natürlich, es herrschen viele Unsicherheitsfaktoren am Horizont. Ja, das kann von anziehenden Zinsen weltweit, das kann von Griechenland, der Griechenland-Pleite, von einem Italien-Exit und was auch immer alles abhängen. Auch China hier mit gebremsten Wachstumsaussichten und, und. Der Schwierigkeiten gibt es viele, an den Märkten wird aber die Zukunft gehandelt und rein zyklisch, wie gesagt, sind wir schon ein Stück weit über den Durst. Das heißt, grundsätzlich sieht es jetzt mal nicht so schlecht aus für den S&P 500. De facto wäre es kritisch, und da gehen wir mal kurz ins kleine Feld, wenn der Index sozusagen, also kurzfristig bleibt er bullisch, das ist meines Erachtens ganz klar der Fall. Kurzfristig kritisch, dann kann man sich den Tageschart auch zu Rate ziehen, wäre es, wenn wir hier deutlich unter 2200 Punkte zurückfallen, hier insbesondere dieses überwundene Widerstandslevel inklusive hervorragender Pullback hier Anfang Dezember unter 2185, 2183 Punkten. Da wäre es dann meines Erachtens durchaus ein Stück weit kritischer, aber bis dato hier wirklich die Lage durchweg bullisch und man darf gespannt sein, was 2017 bringt. Volatilität, das mit Sicherheit, davon gehe ich aus. Die jetzt ärmliche Schwankungsbreite ist natürlich feiertags- und Händler mangeltechnisch bedingt. Ich denke aber, das dürfte sich, wie gesagt, in der ersten, zweiten Kalenderwoche nächsten Jahres wieder auflösen. Und insofern bedanke ich mich an dieser Stelle für Ihr reichhaltiges Dabeisein. Begleiten Sie uns weiter im kommenden Jahr auf dem JFD-Desktop. Es sei gesagt, dass wir hier auch News Trading weiter forcieren wollen. Direkt zu den NFPs bzw. Fed-Entscheidungen wollen wir hier noch ein Stück weit was auffahren und oder EZB auch. Und insofern dürfen Sie sich freuen, was wir hier im nächsten Jahr noch für Sie schnüren werden. Also interaktiv bleibt's. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine gute, besinnliche Weihnachtszeit. Rutschen Sie gut ins neue Jahr. Wir hören uns, wenn Sie mögen, am 2.1. wieder. Da wird Jens Klatt mit DAX Long Short und Morning Meeting und ich mit diversen anderen Clips hier wieder für Action sorgen. Bleiben Sie entspannt, fühlen Sie sich wohl während der Feiertage, schöpfen Sie Energie fürs neue Jahr. Und bis dahin sage ich ein auf bald, lassen Sie es gut gehen. Ihr Christian Kämmerer und das gesamte JFD-Team wünscht eine gute Zeit und in diesem Sinne auf bald.